Was versteht man eigentlich unter Markenpositionierung? Mein Name ist Michael Bernecke, bin Geschäftsführer im Deutschen Institut für Marketing und ich stelle Ihnen jetzt mal den Begriff der Markenpositionierung vor. Ja, im Rahmen der Markenführung, des Markenmanagements sprechen wir immer wieder über den Begriff der Positionierung. Oder Kunden rufen bei uns an und sagen, ja, wir möchten unsere Marke schärfen. So, worum geht es da eigentlich? Es geht darum, dass wir bei Markenpositionierung über eine eindeutige und differenzierbare Positionierung der Marke für den Kunden haben. Das heißt, der Kunde verbindet etwas mit dieser Marke. Die Marke ist also dafür positioniert, für etwas zu stehen. Das heißt, wenn wir einen bekannten Markennamen hören, wissen wir sofort, ah, die machen das und das. Mein Standardbeispiel dazu, immer für eine stark und gut positionierte Marke, ist BMW. Wenn wir diese Marke hören, haben wir sofort Assoziationen und die haben immer was damit zu tun mit Autofahren, Autos, Motoren und das ganze Thema Freude am Fahren. Das ist also die Positionierung dieser Marke, also die Aussage, wofür die Marke steht. Wichtig ist, dass wir bei der Markenpositionierung uns nicht nur vorstellen, so was wollen wir denn eigentlich? Also was möchten wir denn gerne, wie unsere Marke positioniert wird? Sondern wir müssen diese Frage stellen, welche Erwartungshaltung haben eigentlich unsere Kunden? Welche Erfahrung machen unsere Kunden mit uns und unserem Wettbewerbsumfeld? Und welche Motive haben unsere Kunden eigentlich, Produkte und Dienstleistungen von uns zu kaufen und uns damit halt eben als Marke wahrzunehmen und uns einen Mehrwert zu geben? Ziel der gesamten Markenführung, der Markenpositionierung ist es, die sogenannte Monopolstellung im Gehirn des Kunden zu kriegen. Das ist ein sehr schöner Satz, der bringt das Thema auf den Punkt. Wir möchten eigentlich, dass der Kunde sagt, ich möchte genau dieses Produkt haben und kein anderes Produkt haben. Also ich möchte nur ein Produkt von dieser Marke haben. Und damit habe ich diese Monopolstellung im Gehirn des Kunden, dass alles andere nicht relevant ist für den Kunden. Ja, und das ist eigentlich genau der Hintergrund, wo wir hinwollen. Wir müssen also mit unserer Markenarbeit eine Positionierung herausarbeiten und diese Positionierung dann in Richtung Kunde sehr stark kommunizieren. Und dummerweise bewegen wir uns in einem Wettbewerbsumfeld, was halt eben so gestrickt ist, dass wir dort einen Kommunikationswettbewerb haben. Das heißt, unsere Positionierungsbotschaft kommt vielleicht gar nicht durch zum Kunden. Und zum Zweiten, wie unverwechselbar ist eigentlich diese Positionierung und welchen Mehrwert stiftet sie denn tatsächlich? Das sind genau die Fragen, mit denen man sich in der Markenführung auseinandersetzt. Und deswegen ist der Begriff der Markenpositionierung eigentlich so wichtig. Wie sind Sie eigentlich positioniert? Was verstehe ich unter Ihrer Marke? Diese Fragen können Sie doch vielleicht mal hier unten in unsere Kommentarfelder eintragen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden und dieses Video vielleicht teilen. Mein Name ist Michael Bernecker, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Positionierung Ihrer Marke. Geschäftsfeldentwicklung ist Geschäftsgrundlage eines Unternehmens und ist ein Begriff, der stark mit dem Business Development, also dem strategischen Marketing, verbunden ist. Es geht im Kern darum, die geschäftlichen und unternehmerischen Aktivitäten einer Geschäftseinheit, also eines Bereiches oder vielleicht auch eines gesamten Unternehmens,